Heiko Brack ist ein sehr bekannter deutscher Naturforscher und Mediziner, der die Grundlagen dafür geschaffen hat, dass die Alzheimer-Krankheit in gewissen Gehirnstrukturen erkannt werden kann. Der Schlüssel zu seinem Erfolg war die langjährige Zusammenarbeit mit seiner Frau Eva Brack. Beide waren Mediziner, beide haben sich für neurowissenschaftliche Grundlagenforschung interessiert und sie haben sich methodisch ergänzt. And I would start saying that he's one of the kindest colleagues I've ever met. He's always eager to share his knowledge. He's always eager to provide suggestions to help more senior as well as younger colleagues as a reflection of the significance of his research. There is no paper that I've published over the past 10 years in which his work is not cited at least a couple of times. Ich habe Professor Brack in den 90er Jahren kennengelernt, weil mich seine Arbeiten sehr interessierten und ich glaubte, dass das ein Teil der Zukunft der neurowissenschaftlichen Forschung sein könnte. Und er hat dann hier einen Vortrag in Ulm gehalten und dann haben wir lange danach gesessen und dann hat er überlegt, was eigentlich wird, wenn er emeritiert wird. Und da habe ich ganz spontan gesagt, vielleicht durch ein Glas Wein beflügelt, dass er jederzeit bei mir anrufen kann, wenn er in Ulm arbeiten will. Ich würde ihm die Möglichkeiten geben und das würde ich gern machen. Die Universitätsstadt Ulm. Die Stadt ist Arbeits- und Lebensmittelpunkt von Heiko Brack. Bekannt ist Ulm durch den Ulmer Münster, dem höchsten Kirchturm der Welt. Auch Brack kann mit Superlativen dienen. Seine Forschung ist so bedeutend, dass er 2014 zu einem der weltweit einflussreichsten Wissenschaftler ausgezeichnet wurde. Eine der wichtigsten Arbeiten hat er 1991 mit Eva Brack, seiner verstorbenen Frau, veröffentlicht. Heiko Bracks Ziel: Beginn und Verlauf der krankhaften Veränderung bei Alzheimer im menschlichen Gehirn zu erfassen. Das Hauptproblem, das können Sie sich natürlich leicht vorstellen, war das große Gehirn des Menschen. Also das ist ja nur nicht so ein bisschen größer als ein Mausgehirn. Und insofern wusste ich mit meinem Ansatz, dass ich also systematisch das ganze Gehirn beforschen wollte, musste ich erstmal ein paar neue Methoden entwickeln, damit man mit so einem voluminösen Organ fertig wird. Brack benötigt Schnitte von kompletten Hirnhälften. Die Schnitte sind Handteller groß und verhältnismäßig dick. Veränderungen lassen sich bereits mit bloßem Auge erkennen. Also Sie sehen hier ganze Schnitte durch eine Hemisphäre, durch eine Hirnhälfte. Und Sie erkennen die Alzheimer-typischen Veränderungen in brauner Farbe. Brack teilte die Veränderungen in 6 Stadien ein. Bei der Alzheimer-Erkrankung beginnen diese regelmäßig in der Hirnrinde, in der transsentorinalen Region. Diese Region bildet eine Art Tor, das für Lernen und Gedächtnisbildung wichtig ist. Von dort werden weitere Bereiche der Hirnrinde und des Hippocampus befallen. Dann dehnen sie sich über die ganze Hirnrinde aus. Die Intensität in den betroffenen Arealen nimmt zu. Erst jetzt zeigen Patienten erste Symptome. Symptome entstehen erst vergleichsweise sehr spät. Und wenn die Symptome entstehen, dann ist praktisch schon so viel zerstört im Gehirn des Menschen, dass man dann eine vernünftige Therapie nicht mehr ansetzen kann. Zu unserer großen Verblüffung haben wir gefunden, dass die allerersten Anfänge des Prozesses zum Morbus Alzheimer bereits im Gehirn von Kindern nachweisbar sind. Betroffen sind vor allem Nervenzellen, die im frühen Kindesalter ausreifen und die für Lernen und Gedächtnis so wichtig sind. Mit diesem Wissen lässt sich vielleicht vorbeugen. Wir wären natürlich in erster Linie interessiert daran, was kann eventuell den Prozess verlangsamen. Es ist sicher so, dass ein Gehirn, das in der frühen Kindheit intensiv tätig ist, einen besseren Schutz entwickelt gegen die im Gehirn schon stattfindenden Alzheimer-Veränderungen. Heute forscht Heiko Brack mit seiner zweiten Frau, Kelly Deltredici Brack.
Wie für Alzheimer haben sie auch für die Parkinson-Krankheit Stadien aufgestellt. Das Interessante an die Parkinson-Erkrankung ist, dass es im Vergleich zu Morbus Alzheimer ist, dass das ganze menschliche Nervensystem mit einbezogen wird. Sie zeigten, dass erste Veränderungen im Riechkolben und dem Nervus vagus entstehen, der die Tätigkeit des Magen-Darm-Traktes steuert. Diese Erkenntnisse hatten enormen Einfluss auf die Diagnostik. Denn früher dachte man, dass Parkinson in der Substantia nigra beginnt, im Sitz der Bewegungskontrolle. Man kann also heute den Morbus Parkinson schon diagnostizieren, noch bevor motorische Symptome auftreten. Also früher hat man gedacht, Parkinson ist so eine Motorikstörung, aber das ist nicht richtig. Es entstehen olfaktorische Störungen, also Störungen im Riechorgan, deutlich früher, und die kann man auch sehr gut klinisch feststellen. Und infolgedessen hat man den ganzen Prozess eine ganze Ecke, bevor überhaupt etwas Wesentliches passiert im Gehirn. Darauf aufbauend stellten sie die These auf, dass Parkinson im Magen entstehen und sich von dort zum Gehirn ausbreiten könnte. Diese These ist gewagt, hat aber ein ganzes Forschungsgebiet hervorgebracht. Da ist aus meiner Sicht auch viel mehr Hoffnung in Richtung auf eine Therapie, weil der Parkinson geht sehr viel später los und hat irgendeine Beziehung unter Umständen zur Oberfläche. Das heißt also, sagen wir mal, der Erfindungskraft der Wissenschaftler, unserer Kollegen, ist da eine breite Tür geöffnet. Das Ehepaar will auch weiterhin Türen für die Forschung aufstoßen. Heiko Brag ist gerade 80 geworden. Auf die Frage nach dem wohlverdienten Ruhestand gehen beide erst gar nicht ein. Nur ein kleiner Urlaub steht an. Wissenschaftlicher Lesestoff wird rausgesucht. Darin geht es um eine weitere neurodegenerative Erkrankung, der amyotrophen Lateralsklerose. Eine schlimme Erkrankung. Sie bietet aber eben von den Hirnveränderungen sehr, sehr interessante Aspekte, und die beschäftigen uns ziemlich intensiv im Augenblick. Ja, das denke ich, werden wir die nächsten Jahre noch machen. Ich denke, wir werden weiter amyotrophe Lateralsklerose erforschen. Weiter Cecil und Oskar Vogt. Ja, die haben also auch noch mehr als 90-Jähriger, also ist er noch im Labor erschienen. Ich traue es ihm zu. Heiko Brag hat bereits heute Geschichte geschrieben. Seine Arbeiten haben nicht nur maßgebliche Ansätze für die Forschung, sondern auch für Diagnose und Therapie geliefert.